Stipsitz, jetzt mein Name. Ich komme ja regelmäßig zum Einkaufen daher, genauso wie die Frau Berger. Das ist wirklich eine sehr, sehr nette Frau. Schauen Sie, sie kauft gerade Getränke für die ganze Familie ein. Und fällt Ihnen was auf dabei? Sie nimmt nur Getränkeflaschen aus PET, also Polyethylen Terephthalat. Das ist ein durch Polykondensation hergestellter thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester. Wissen Sie was? Ich frage sie mal, warum. Grüß Sie, Frau Berger. Hallo, Anna. Hallo. Ach, grüß Sie, Herr Stipsitz. Na, sind Sie beim Einkaufen? Ja. Wir müssen aufhören, dass Sie lauter Flaschen aus Bett kaufen. Jetzt würde ich fragen, warum Sie das machen. Was geben Sie das an? Na ja, bei unseren Zuschauern interessiert es. Ach so. Na ja, also, die sind natürlich viel leichter als Glas und zerbrechen nicht. Und man kann sie wieder verschließen, was bei der Dose natürlich nicht geht. Und es ist kein Pfand drauf, das heißt, ich muss sie nicht zurück in den Supermarkt schleppen. Und was machen Sie dann, wenn die Flaschen leer sind? Dann zerquetsche ich sie und stecke sie in den gelben Sack. Und was passiert dann? Naja, wenn der Sack dann irgendwann voll ist, stelle ich ihn vor die Haustür und die Müllabfuhr holt ihn ab. Jeden Monat. Und wissen Sie auch, was dann passiert? Naja, dann wird das alles recycelt oder verbrannt. Nein, es wird in einen Recycling-Kreislauf eingegliedert. Das heißt, aus Flaschen werden wieder Flaschen. Das funktioniert folgendermaßen. Die Flaschen, die in den... Die Frau Berger hat es ziemlich eilig heute. Aber ich kann es Ihnen ja erzählen. Sie sind einfach überall, ob im Gemeindebau oder der Gartensiedlung, immer am nächsten Eck. Die Sammelbehälter des ARA-Systems. Sogar im Freibad kann man Bettflaschen schon richtig entsorgen. Cool, oder? Die Sammelcontainer für Plastikflaschen nennt man übrigens Kermits. Am Land gibt's den gelben Sack für den Kunststoffabfall. Davon hat die Frau Berger ja schon erzählt. Sämtliche Kunststoffe, die richtig getrennt und gesammelt worden sind, landen dann in den rund 20 Sortierbetrieben in ganz Österreich. Wie zum Beispiel hier im Wiener Rinderzelt. Die Österreicherinnen und Österreicher sind richtige Musterschüler bei der Mülltrennung. Je nach Region gibt es verschiedene Sammelsysteme. Außerdem kommt es ja darauf an, ob der Abfall von Privathaushalten stammt oder in Betrieben gesammelt wird. Da kommt dann schon einiges an verschiedensten Verpackungsmaterial zusammen. Folien, Sackerl, alle möglichen Spülmittel oder Reinigerflaschen und. Aus diesem Ensemble müssen jetzt die Getränkeflaschen aus PET aussortiert werden. Dazu geht es als erstes in ein riesiges Drehsieb. Sehen Sie? Die Flaschen passen genau durch die Öffnungen und fallen heraus. Bei manchen Sammelsystemen werden Verpackungen aus Kunststoff und aus Metall gemeinsam gesammelt. Dieser starke Magnet zieht das Metall an und beamt quasi die Getränkedosen weg. Danach wird händisch weitersortiert, weil doch einiges durchs Drehsieb fällt, was keine Bettflaschen ist. Sowas gehört natürlich weder in den Kermit noch in den gelben Sack. Was dort wirklich reingehört, steht direkt auf den Containern oder den Müllsäcken drauf.
Und auf der ARA-Homepage kann man spielerisch lernen, wie man selber zum Trendguru wird. Die kleine Anna kann das schon bestens. Und mir gefällt's auch. Anschließend werden die Flaschen perforiert, also aufgestochen und flach gedrückt. Dabei entweicht Luft, die restliche Flüssigkeit und der Großteil der Etiketten fällt ab. Übrigens, Sie daheim können auch was tun, damit Sie im gelben Sack oder im Containerbill am Platz sparen. Dazu gibt's den Trick mit dem Knick, den sogenannten Knick-Trick. Es funktioniert so: Sie schrauben die Flaschen auf, damit die Luft raus kann. Dann drücken Sie die Flaschen zusammen. Und dann knicken Sie den Flaschenboden um. Und so schön schlank, wie Sie jetzt sind, werden die Flaschen im Sortierwerk fotografiert. Das Gerät kann erkennen, welche Farbe Bettflaschen hat. Die sozusagen gescannten Flaschen werden dann getrennt in farblos, blau und grün. Nur eine manuelle Endkontrolle und dann werden die nun auch farblich sortierten Flaschen zu Würfeln gepresst und verschnürt und warten auf ihre Abholung. Diese hübschen Packerl bestehen bereits zu 98% rein aus Bettflaschen und die fahren jetzt zu uns ins wunderschöne Burgenland. Da kommt jetzt die Logistik ins Spiel. Die sortierten Kunststoffverpackungen werden von den Sortieranlagen zu den Recyclingbetrieben transportiert. Gute Fahrt! Aus Bettflaschen werden Bettflakes. Mühlendorf. Österreichs führende Getränkehersteller haben hier gemeinsam ein Recyclingwerk errichtet, das ihre hohen Qualitätsansprüche an das rezyklierte Material erfüllt. Bett to Bett. Die Anlage kann ca. 3000 Kilo Bettflaschen pro Stunde verarbeiten. Wenn man das geringe Gewicht der Einzelflaschen bedenkt, dann ist es doch eine ganze Menge Material, oder? Als erstes werden die Würfel zerteilt. Dabei fallen wieder Etiketten ab. Durch manuelle Sortierung werden auch die letzten falschen Flaschen entfernt. Dann geht's in eine gewaltige Mühle, die die Flaschen in lauter kleine Brösel zerkleinert. Flakes heißt da der Fachausdruck. Da werden sie gerade getrocknet. Jetzt müssen noch die restlichen Futzerl an Etiketten verschwinden. Das passiert im Zick-Zack-Windsichter. Die leichten Papier- und Folienteile werden abgeblasen, die schwereren Flakes fallen unten raus. Dann hat man nur mehr Kunststoffflakes, die anschließend in einer riesigen Waschmaschine gereinigt werden. Da die Verschlüsse mitvermahlen wurden, besteht ein Teil der Flakes aus PE, Polyethylen. PE ist leichter als Bett und schwimmt auf der Wasseroberfläche. So kann man die beiden Stoffe ganz leicht voneinander trennen und hat jetzt reines Bett in Flakeform. Die Flakes werden getrocknet, laufen durch ein Rüttelsieb, wo Feinsteile entfernt werden und schauen dann so aus. Und jetzt werden sie auf Lebensmittelstandard gehoben. Wenn Sie eine leere Bettflasche hernehmen, kann man immer noch riechen, welches Getränk das drin war.
Super. Probieren Sie es einmal aus daheim. Das ist ein total lustiges Gesellschaftsspiel. Die Aromastoffe sind in den Bedflakes jetzt noch enthalten. Deshalb wird die oberste Schicht vorsichtig abgelöst. Dazu nimmt man eine Natronlauge, die das Bett quasi in seine Bestandteile zerlegt. Aber bitte auf keinen Fall daheim nachmachen. Dabei muss man wirklich vorsichtig sein, weil sonst löst sich das Bett auf und ist einfach weg. So Bullshit passiert das natürlich nicht. Die Bedflakes werden in der Mischnecke mit der Natronlauge so zart benetzt, dass man es mit freiem Auge kaum erkennen kann. Anschließend werden die restlichen Fremdstoffe von der Oberfläche der Flakes mit Heißluft weggeblasen. Ja. Damit sowas nicht passiert, werden sie durch einen speziellen Drehrohrofen geschickt. Dort können sie dann nicht mehr davon fliegen. In diesem Drehrohrofen weht er ca. 200 Grad heißer, konstanter Luftstrom. Dabei entsteht Staub, der hier entfernt wird. Anschließend werden die Flakes, die durch die Hitze sehr spröde geworden sind, befeuchtet und wieder gereinigt. Ein Metalldetektor erspäht letzte, winzige Metallteile und sondert es aus. Jetzt kommen sie in den sogenannten Flake-Sorter. Da wird gescannt, ob die Flakes Farbabweichungen aufweisen. Die, die zu bloß oder zu färbig sind, werden aussortiert. Und dann sind sie fertig, die Flakes. Aus Bedflakes werden Präformen. Hier kommen die Flakes gerade in der Präformerzeugung an. Sie werden dem neuen Bettgranulat zu ca. 20% zugemischt. Mittelfristig soll jede neue Bettflasche in Österreich aus mindestens 30% recyceltem Bettmaterial bestehen. Granulat und Flakes werden erhitzt und zerfließen zu einer zähflüssigen Masse, aus der die Präformen hergestellt werden. Philosophisch betrachtet, an sich, ist eine Präform eigentlich bereits eine Bettflasche. Schauen Sie, sogar die Verschlüsse passen schon. Und man kann auch schon die Füllmengen erkennen. Das wird 0,5 Liter, das wird 1 Liter und das wird 1,5 Liter. Man braucht es dann eigentlich nur mal aufblasen. Naja, ein bisschen mehr Luft braucht es dann schon. Aus Präformen werden Bettflaschen. In diesen Formschalen werden die Präformen nun gleich aufgeblasen. Dazu werden sie wieder erhitzt und dadurch weich und elastisch. Das Aufblasen passiert dann blitzschnell. Die großen Getränkehersteller machen das in ihren eigenen Apfelwerken. Jede Bettflasche hat ihr eigenes Design, damit man im Supermarkt sein Lieblingsgetränk wiedererkennt. Und deshalb werden aus Präformen unterschiedliche Flaschenformen. Aus Flaschen werden wieder Flaschen. Die neuen Bettflaschen werden wieder befüllt
und sind bereit für die Auslieferung in die Supermärkte. Kurz gesagt, die PET-Flaschen werden sortiert und zu Flakes zermahlen. Dann werden sie gereinigt. Warum? Ganz einfach, weil in die leeren Flaschen wieder Lebensmittel reinkommen. Das kommt mir so irgendwie bekannt vor. Super Berger! Hallo Anna! Hallo! Ja, Stipsi, wollen Sie mir jetzt wieder was über PET-Flaschen erzählen? Naja, ich könnte Ihnen erklären, dass im Material dieser Flasche rund 20% von der Flasche stecken, die Sie neulich verkauft haben. Und bald schon werden es 30% sein. Ach so? Ja. Aus Flaschen werden wieder Flaschen. Bett zu Bett.